Ich erkannte das Logo auf dem Schild des Kraftwerks. Man hatte es hier an allen möglichen Orten aufgemalt. Es wies stets auf verborgene Vorräte hin. Eine Manuskriptseite. Hoffentlich vergessen wir die nicht. Wäre ein bisschen schade. Und wir können jetzt eigentlich bloß da reingehen. Keinen Schritt weiter! Miss Weaver, Cynthia, ich bin ein Freund. Beweisen Sie es! Sie kannten Zane, Thomas Zane. Sie sind die Lady des Lichts aus dem Song. Sie können mir helfen. Wird auch Zeit. Junger Mann, ich warte schon seit einer sehr langen Zeit auf Sie. Er ist im hellen Raum. Verzeihung? Der Gegenstand, mit dem Sie das Dunkel zurücktreiben können. Der helle Raum ist beim Staudamm. Dort ist der Gegenstand sicher. Hilft er mir, Alice zu finden? Bringt er mich zur Hütte zurück? Dann los, meine Freunde können mit dem Hubschrauber zurückkommen. Nachts gehen wir nicht hinaus. Das ist Regel Nummer 1. Sie haben die Regeln gebrochen. Ich kenne einen Geheimweg. Ellenweg. Ein altes Wasserrohr. Cool. Reserveenergie wird abgezogen. Ohne sie wird das Rohr dunkel sein. Die Leitung zum Werk muss gekappt werden. Und Sie wollen, dass ich es tue? Junger Mann, Sie sind derjenige, der gerne Regeln bricht. Ich darf nicht draußen im Dunkeln. Ich habe mich auf diese Zeiten vorbereitet. Sie haben ein Versteck gefunden, ja? Sie können die Zeichen sehen. Nur wenige können das. Nehmen Sie ruhig, was Sie benötigen. Ich bin schon längst dabei. Wir erledigen die Arbeit für Tom. Hab ich recht? Ach, da sind die Batterien. Nochmal Leuchtpistole. Sieht noch jemand was? Ich sehe nichts mehr. Schnell! Der Schalter ist an der Wand Richtung Küche. Ja, ist ja gut. Hast so lange gewartet, da kannst du doch jetzt wohl auch noch auf die paar Sekunden klarkommen. So, also das wird ja jetzt eine ganz schöne Schlacht anscheinend. Was ist das? Wir vergessen nicht, hier hinten war eine Manuskriptseite, die wir uns noch holen. Vor allem eine Manuskriptseite, ne? Children of the Elder God, Text von Old Gods of Asgard. Erste Strophe und Refrain. Krieger, Fackelträger, kommt, löst unsere Träume ein, entzündet ein Licht in der Nacht, da Böses aus anderer Welt nicht sei entfacht. Euer Lotse sei Odins Macht, sie lenke euch fort von der Vernunft. Des Hammers Wort soll erklingen, in seinem Namen sollt ihr singen. O Memory und Thought, schwarz, mit Krallen bewehrt. Children of the Elder God, Geißel des... Okay. Jetzt mach doch mal halblang hier. Ah, daneben geschossen. Okay, er ist irgendwie runtergefallen. Ganz lässig einen Schritt nach links gegangen. Okay, ich kann es nochmal aufnehmen. Hatte mich geschickt, die Stromzufuhr. The Poet and the Muse, Text von Old Gods of Asgard. Refrain. Um jetzt deine Liebste zu befreien, musst den Schlüssel der Hex du dir leihen. Finde die Lady des Lichts, verrückt in der Nacht. Ohne sie bist du nichts, vor nächtlichen Gewalten. Nur so kannst du das Schicksal umgestalten. Umspannwerk zu kappen. Ich wollte ihr helfen, damit sie mir auch helfen würde. Hoffentlich war Weaver zuverlässig. Ich war vor etwa einer Woche in diese verrückte Welt gestolpert.
Sie aber lebte dort schon seit Jahrzehnten. Nu. Und genau deshalb haben wir ja den ganzen Kram durchgemacht, damit sie uns jetzt hilft. Immerhin hast du es so geschrieben, also ne, beschwer dich jetzt nicht. Ich konnte den Notschalter sehen, der die Stromversorgung des Umspannwerks kappen würde. Jetzt musste ich nur noch rankommen. Das Rätsel habe ich noch nie so richtig irgendwie gerafft. War aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich hätte es noch nie gelöst. Das könnte aber Rekordzeit gewesen sein gerade. Ich habe einfach mal angefangen. Okay, noch mehr Munition. Da haben wir auch wieder ein bisschen was für unsere Schrotflinte. Die haben aber den Vorteil, sie können erstmal nur von vorn kommen. Ne? Und dann später werden sie vielleicht auch von hinten kommen. Wer entwirft sowas? Das ist eine berechtigte Frage. Nein, spring doch hoch, ey. Ach du Sau. Das Umspannwerk versank ohne Strom und Wasser. Weavers Wasserrohr sollte nun ein gefahrloser Weg sein. Okay, schnell. Schnell. Och, schnell. Nein, langsam. Zurück. Ein Stück nach vorn, genau. Zack. Jawohl, genau. Oh, wie ich mich da drauf freue. Wo bist du, du Lappen? Geh ja weg. Bam. Okay, alles ist wieder nachgeladen. Das ging auch ziemlich schnell. Aber ich habe halt da alles aufgefahren, was ich hatte. Hier entlang, junger Mann. Los. Das Rohr ist jetzt leer. Wir können gehen. Ach so, haben wir ja auf uns gewechselt. Wir müssen hier entlang. Ja, ich komm doch schon sie mit. Beide, Tom und Barbara. Ich war so in ihn verliebt. So ein schöner Mann. Ich war eifersüchtig. Es gab einen Teil von mir, der vielleicht ein wenig froh war, als sie den Unfall hatte. Und dann fing Tom an zu schreiben. Und er weckte das Dunkel. Er versuchte, sie zurückzuholen. Aber das geht nicht. Es gibt nicht einfach so ein Rückfahrticket. Ich fange an, es zu verstehen. In dem Fall, junger Mann, sind Sie vielleicht klüger als Thomas. Die Hexe sah so aus wie Sie, aber sie war es nicht. Barbara war so lieb. Er begriff zu spät und versuchte es ungeschehen zu machen. Schrieb sich selbst, sie und alles, das er je verfasst hatte, aus der Welt. Ach, er war so berühmt und anschließend wusste das niemand mehr. Oh, Tom. Er ließ nur einen Gegenstand in meiner Obhut zurück. Im Fall, dass es wieder passiert. Eine Versicherung. Er hat mir vertraut. Oder mich vielleicht auch ein klein wenig benutzt. Tom wusste um meine Gefühle. Wusste, dass ich nicht ablehnen würde. Ich richtete den hellen Raum ein und lagerte den Gegenstand dort. Er wartet auf sie. Wir sind Figuren. Gefangen. Wenn das Dunkel nicht aufgehalten wird, von uns das Ende. Woher wissen Sie das? Tom,
hat es genauso geschrieben. Er spricht noch immer zu mir, im Fernseher, von jenseits der Welt, aus der Tiefe. Das Dunkel hat uns beide berührt, junger Mann. Er hat uns beide mit dem Licht gerettet. Aber das Dunkel, es krallt sich fest, hinterlässt ein Mal. Ey, das Ding aufgekurbelt hat, ey, da vergeht ja eine Zeit. Wird uns direkt zu dem hellen Raum führen. Okay, ich muss meinen Freunden Bescheid geben, wo wir hingehen. Hallo, Al! Barry, wir gehen durch ein Rohr zum Staudamm. Trefft uns dort. Okay, ich sage Sarah. Ah, Sarah also. Oh nein, scheiße, verdammte Shit! Barry! Barry! Wir müssen nachsehen, wie es ihnen geht. Die sind vermutlich tot. Sie müssen zu dem hellen Raum gehen. Seien Sie kein egoistischer Idiot. Das ist mein bester Freund. Schön, seien Sie ein Idiot. Ich nehme das Rohr. Ich treffe Sie am Staudamm, falls Sie es schaffen. Wenigstens musste ich mir um sie keine Sorgen machen. Sie wusste sich zu schützen. Okay. Dann retten wir mal die beiden. Und wenn sie dann noch leben, heißt das. Und laufen natürlich wieder jede Ecke ab. Also fast jede Ecke. Wenn ich Lust habe, jede Ecke trifft es ganz gut. Sarah entspannte sich fast. Vielleicht konnte sie ja doch alles zum Guten wenden. Plötzlich ertönte ein kreischendes Geräusch wie eine Kreissäge. Hunderte Vögel aus Schatten geformt flogen in die Rotorblätter. Der Hubschrauber ruckelte und das Armaturenbrett leuchtete. Es verriet ihr, was sie schon wusste. Sie würden abstürzen. Barry Wheeler schrie neben ihr auf. Das Ergebnis sehen wir da. Und mit so einer Hochleistungstaschenlampe ist es einfach entspannter gegen die Vögel. Ach komm, wir nehmen mal nicht den Baum. Ist es hier überhaupt mit dem Baum? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo liegt mal so ein Baum. Und weg sind sie. Gegenstandslimit erreicht. Hat schon wieder geklappt, ey. Das ist ja super. Na komm. Oh, so knapp. Ach, hier ist der Baum. Man kann aber... Dachte ich auch außen rum. Ach ne, hier ist noch. Alles klar. War gerade leicht verwirrt. Hier hätten wir abkürzen können, aber hätten ja dann den Kontrollpunkt nicht gehabt. Aber eine Manuskriptseite. Children of the Elder God. Text von Old Gods of Asgard. Zweite Strophe und Refrain. Kratzende Hexe, zieh die Krallen ein. Deine Zähne lass sie knirschen. Hast Sklaven genommen. Konntest dich ranpirschen, wie Ozean wählen. Spüre den Ozean. Vater Thor, segne den Krieg zwischen Dunkel und Licht. In ihren Liedern mit gebrochenen Gliedern bringt das Ende der Nacht. Oh Memory und Thought, schwarz mit Krallen. Okay, den Refrain kennen wir. Und auch so sind die nicht so spannend. Die Manuskriptseiten schon ein bisschen, aber nicht so krass. Das sind halt die Songtexte und man weiß halt, was ungefähr geschrieben wurde von den Anderson-Brüdern und wie das halt jetzt in die Geschichte eingreift, mehr oder weniger. Naja.